Hallo Leute und willkommen hier bei LeoCraft. Im heutigen ersten Tutorial zum IMS 4.0 System werden wir diese Wägemaschine nachbauen. Die sieht so aus und ist die Grundlage für das Sortieren nach Ein- und Auslagern. Ich fahre jetzt einfach mal hier zurück, bis wir am Ende rauskommen, da wir ja eh nichts aufnehmen können. So, wie wird das Ganze gebaut? Dazu lösche ich mal mein Inventar, nehme mir dann mal alles raus, was wir brauchen. Wir brauchen Fackeln, wir brauchen Blöcke. Ich tue die Fackeln mal dahin. Gut, das geht nicht. Wir brauchen eine Kiste, wir brauchen ein paar Trichter, wir brauchen Schienen von beiden Sorten. Dann brauchen wir Komperatoren. Wir brauchen die Dinger, Spender sind es. Und dann war's das. Ja, mehr brauchen wir nicht. Ah ja, wir brauchen noch ein x-beliebiges Item. Da nehme ich mir jetzt einfach mal. Gutes Beispiel für ein x-beliebiges ist die Wasserflasche. Kann man die stacken? Die kann man nicht. Also irgendein x-beliebiges Item. Nehmen wir mal Lohnstaub oder so. Keine Ahnung. Ihr könnt auch jedes andere nehmen. Ist. Oder? Nein, ihr könnt nicht jedes andere nehmen. Wir brauchen die Einlagerungskarte. Was rede ich denn da? Wir brauchen die Einlagerungskarte. Wie ihr die macht, erkläre ich dann auch noch. So. Zu Beginn des Eingangs zu der Maschine braucht ihr eine Monorail, welche ihr dann vier Blöcke nach oben führt. Also 1, 2, 3, 4 Blöcke. 2, 4 passt genau. Danach geht das in zwei Trichter, die beide nach unten zeigen. Da würde ich euch empfehlen, erstmal ein, zwei Hilfsblöcke zu setzen. Dann könnt ihr die Trichter bequem reinsetzen. Danach, wichtig, denkt dran, Shift-Klick, denn sonst kommt ihr ins Inventar. Ihr müsst die Shift-Taste gedrückt halten. Beziehungsweise, wenn ihr fliegt, Leertaste und Shift, dann könnt ihr die Schienen platzieren. Als nächstes kommt das Vordere wieder weg von den Hilfsblöcken. Dann eine Kiste hin. Und ebenfalls wieder mit Shift-Klick einen Trichter da rein zeigen. Ihr könnt es dann noch irgendwie bepowern. Am besten ist, wenn man das möglichst weit unten macht. Mit einer Redstone-Fackel. So. Dann ist das schon beleuchtet. Und die Minecarts fahren auch. Bepowert. Na, wobei, leuchtet auch ein bisschen. So, dann kommt hier eine Antriebsschiene. Dann ein Block frei. Dann geht ihr ein nach oben und nach unten. Und zwar wieder bis ein Block über eure Grundhöhe. Also insgesamt müsst ihr, ich muss kurz nachzählen, 1, 2, 3, 4 Blöcke nach unten. 2, 3, 4 nach unten. Ja, davor tut ihr dann so einen Block. Da kommt dann wieder auch eure erste Antriebsschiene drauf. Die könnt ihr auch powern. Die führt ihr dann, je nachdem wie ihr das ganze System baut, kann die auch auf dem Boden sein, einmal durch bis unter den Trichter. Könnt ihr bepowern, je nachdem wie viele Ressourcen ihr zur Verfügung habt. Hier wird dann die Kurve hingetan. Wenn ihr die Schienen bis unter die Kiste gelegt habt, könnt ihr eine Schiene hier um die Kurve führen lassen. Dann wichtig noch ein Block gerade und dann könnt ihr mit den Steigungen anfangen. Da empfehle ich euch auch, die so zu verlegen, dass hier nicht so wie bei mir das ist, sondern da müsst ihr wirklich höllisch aufpassen, dass die Schienen wirklich in eine Richtung sind. Die werden dann gepowert mit einer Fackel.
Und dann werden sie nochmal eins nach oben geführt, kommen dann hier raus. So, nun geht ihr an den 5 hohen Block, Turm, 2, 3, 4, hier fehlt. Ja. 5. Jetzt passt es auch. 5, der war nämlich vorhin ein bisschen falsch gebaut, deswegen habe ich das Ganze nochmal neu gemacht. So, hier kommt eine Schiene hin, die könnt ihr dann powern von hier aus. Dann kommen 1, 2, 3 Blöcke hin, 2 normale plus die Kurve. Also 2 normale Antriebsschiene und dann eine Kurvenschiene. Anschließend können wir das erstmal in Ruhe lassen, denn wir bauen jetzt erstmal die Technik hier unten. Hier kommt wieder mit Shift ein Trichter rein, dann ein Komparator, der misst, was in diesem Trichter ist. Auch wieder mit Shift. Der leitet das Signal in einen Block, der ebenfalls mit Shift-Klick befestigt wird. Passt auf, dass der wirklich dann davor ist. So. Auf der anderen Seite kommt da nichts, aber darunter kommt der Spender. Und zwar ist der hier. Mit dem Spender ist es auch immer so eine Sache, wie kriegt man hin, die auszurichten. Am einfachsten sage ich immer mit Hilfsblöcken. Und zwar so, und jetzt ist es einfach, jetzt braucht ihr gar nicht mal Shift-Klick. Stellt den einfach so hin, reißt es wieder ab und fertig ist die Sache. Der Spender wird bepowert von 2 Trichtern, die jetzt da dran kommen. Der erste zeigt einfach in den Spender rein. Der zweite zeigt irgendwo hin. Jedenfalls nicht in den unteren Spender. Da empfiehlt es sich, den Trichter hier rein zu zeigen zu lassen. Es geht aber auch jeder andere Block. Wer es optisch schön haben will, macht das Ganze so, so. Tut hier schon mal einen Redstone-Komparator drauf, den brauchen wir eh gleich. Und lässt den Trichter dann da rein zeigen, aber ist vollkommen egal. Wichtig ist, es sieht so dann aus. Der Redstone-Komparator bleibt hier jetzt auch. Hier können wir zumachen. Mit Schienen oben drüber. So, den Redstone-Komparator da rein zeigen lassen. Dann muss der in Blöcke mit Redstone geführt werden. Das merke ich gerade, habe ich vergessen mit aufzunehmen, dass wir noch ein normales Redstone-Blau brauchen. Zack. Halt, der muss so sein. 2. Dann kommt eine Fackel hin. Die Fackel führt dann so unten rein und blockiert den unteren Trichter, welcher die Sachen in den Spender reinleitet. Das heißt, wir gehen ein paar Hilfsblöcke dahin, die können wir wieder abreißen. Redstone, Block, Block und dann zweimal Redstone auf diese beiden Blöcke, dass es in den Trichter rein. Wenn ihr jetzt F3 drückt, seht ihr, dieser Trichter sollte. Ja, manchmal müsst ihr den Trichter noch anklicken, aber dann spätestens wird die Anzeige bei Enabled auf False umspringen und dann habt ihr alles richtig gemacht. Jetzt seid ihr nämlich dann auch schon fertig. Es muss nur noch eingerichtet werden. Und zwar mit den Einlagerungskarten. So, wir haben die jetzt, aber wenn wir die nicht haben, zeige ich euch gleich mal, wie ihr die macht. Ihr nehmt euch ein x-beliebiges Item. Ich empfehle die Namensschilder zu nehmen. Namen. Ich habe das auf Deutsch umgestellt, deswegen. Und dann braucht ihr noch einen Amboss. So, im Survival braucht ihr auch noch ein paar EPs. Namensschild rein.
Ich empfehle schon mindestens Deck umbenennen. Ich nenne es jetzt als Einlagerungskarte. Aber ihr könnt auch das benennen, wie ihr lustig seid. Wichtig ist, immer wenn ich die Einlagerungskarte verwende, in den nächsten Videos, wo die wichtig wird, müsst ihr dann euer Item, das ihr als Einlagerungs-Item deklariert habt, verwenden. Ihr könnt als Einlagerungskarte auch selbstverständlich ein normales Item nehmen, aber dann ist wichtig, dass ihr dieses Item niemals sonst verwendet. So, wie wird das Ganze eingerichtet? Einlagerungskarte nehmen, in jeden Slot 1 und der Rest in den ersten Slot. Die Zahl wird sich reduzieren und dann bei 18 stehen bleiben. Da warten wir mal kurz. Und wenn die bei 18 stehen bleibt, habt ihr alles richtig gemacht. Und sind 18. Sehr schön. Und jetzt wird das System nur noch verbunden. Blöcken. Da würde ich empfehlen, auch immer ein bisschen aufzupassen, denn Schienen sind verflixt. Fies. Zack. Seht ihr es? Es ist wirklich schlimm mit den Schienen. Zack, immer noch eine normale. Verbinden, das wichtig ist, die Kurve muss so sein. Das heißt, mein Cut, das von der Seite kommt, muss nach links fahren. Und hier ist es egal. Das heißt, hier herrscht Linksverkehr in dem Bereich. Das ist bautechnisch so. So, jetzt können wir das hier noch verbinden, von da, wo die Minecart-Strecke herkommt. Zack, zack, zack. Und wenn man jetzt, ich nehme mal hier den Knopf. So, wenn man jetzt ein Minecart nimmt mit Trichter und ein Item reinwirft, wichtig ist, egal was für eins, es kann auch so ein schweres Item sein. Das ist egal. Ich nehme jetzt mal ein normales, denn Waggons kann man nicht einlagern, weil die ja nicht stapelbar sind. Das fährt einmal durch, kommt raus und hat am Ende zwei Antriebsschienen. Warum hat es zwei? Ah, wahrscheinlich, weil hier noch Antriebsschienen aus Versehen in die Trichter reingefallen sind. Da kann was reinfallen, es kann vorkommen, deswegen, falls es tatsächlich mal vorkommt, falls es für euch realistisch ist, dass da was reinfallen könnte, deckt es einfach ab. Wenn in dem was reinfallen würde, würde eigentlich nichts passieren, könnte aber auch abdecken. Also jetzt nochmal, dass ihr es wirklich seht. Diesmal ein Item, was wir nie verwendet haben. Also wir tun einen Amboss rein. Amboss ist stapelbar, oder? Ja, doch. Starten das System. Jetzt müsste nichts weiter passieren. Außer, dass der Amboss am Ende noch drin ist. Wenn wir jetzt aber in unser nächstes Minecart zwei Ambosse reintun. Zwei Stück und es jetzt starten. Ihr habt vielleicht gesehen, der Komparator hat kurz geblinkt. Und hier sind zwei Ambosse und eine Einlagerungskarte. Sollte drinnen sein. Die wurde nicht reingezogen. Ah! Das kann manchmal sein, je nachdem mit welcher Geschwindigkeit euer Minecart am Anfang reinfährt, dass das zu schnell in dem System ist. Dann müsst ihr hier zwei normale Schienen oder auch eine reintun, dann sollte das gehen. Das heißt, das Minecart darf nicht zu schnell hier reinfahren. Das heißt, wenn ihr hier oben überall Antriebsschienen verwendet, dass es hier wirklich mit Vollkaracho runtersaust. Und dann mit Vollkaracho wieder weg, ja, fährt, dann ist es zu schnell.
Beziehungsweise sind die Items zu langsam für das Minecart, dann müsst ihr damit etwas ausgleichen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen testen erforderlich. So mit dem System, dass man unten zwei normale Schienen hat, funktioniert es immer. Jetzt wird's aber bewiesen. Komm, jetzt wird's bewiesen. Zack, zwei rein, Knopf gedrückt. Fährt durch. Und jetzt hat's aber, ja, jetzt hat's die Einlagerungskarte und zwei Amboss. Wenn ihr im Creative seid und auf einer viel frequentierten Strecke das System einsetzt, empfehle ich euch ein bisschen mehr ein von den Einlagerungskarten vorrätig zu halten. Im Creative kann man die Items ja ganz einfach duplizieren. Und ansonsten müsst ihr einfach ein paar mehr erstellen. Die Schiene hier als Monorail könnt ihr dann ganz einfach dahin legen, wo ihr es braucht. Und zwar zum IMS-System, dieses Verteilersystem. Dieses Design ist von mir. Die Technik dahinter stammt nicht, beziehungsweise die Technikidee stammt nicht von mir, sondern von THC. Wenn ihr den einfach mal in YouTube eingebt, also schreibt sich oft ausgeschrieben ist das Geograph. Wenn ihr das einfach eingibt in YouTube, werdet ihr den finden. Vielleicht schreibt ihr noch S dazu, dann findet ihr das auf jeden Fall, das Originalsystem. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und da zeige ich euch nochmal, wie man diese veränderten Variante vom IMS-Verteilersystem baut. Und ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.